In Teil 2 der Erdbebenbemessung mit Revit und Sophistic geht es um die Definition von Aussteifungswänden. Das ist unsere architektonische Sicht. So sieht das Berechnungsmodell aus. Und wenn wir uns jetzt nur auf die Wände mal konzentrieren, sieht das so aus. Die unterschiedlichen Farben stehen für unterschiedliche Materialien und oder Dicken der Wände. Und wir wollen nun also Wänden mitteilen, dass sie zur Aussteifung mit beitragen, also Horizontalkräfte aus den Decken aufnehmen und abtragen sollen. Wir haben hier einmal in der Mitte den Gebäudekern, den werden wir im nächsten Video uns anschauen. Nun definieren wir also zunächst mal hier die Wände. Schauen wir von vorne mal darauf. Und ich wähle diese Wände jetzt aus, und zwar die Wände oberhalb der, sagen wir mal, Einspannebene, weil an der Stelle ja hier das Kellergeschoss beginnen soll, das in Blau hier dargestellt ist. Ich habe die Wände ausgewählt und wir sehen in den Sophistic-Struktureigenschaften hier jetzt die Möglichkeit, ein sogenanntes Design- oder Bemessungselement den Wänden zuzuweisen. Und wenn ich darauf klicke, wird hier auch Schubwand angeboten. Und das wähle ich aus. Jetzt taucht hier auch noch eine Möglichkeit auf, einen Querschnitt zu definieren. Das brauchen wir ja nicht. Das machen wir dann im nächsten Video bei den Kernen. Ja, was hat es also mit dem Bemessungselement auf sich? Es wird also jetzt für jede Wand ein Bemessungselement erzeugt. Und dieses Bemessungselement, das erbt also von der Wand die Gruppennummer und auch den Namen. Das ist also 1:1 mit der Wand verknüpft. Und diese Bemessungselemente, die liegen also vertikal und zwar im Schwerpunkt der jeweiligen Wand. Und die Aufgabe vom Bemessungselement ist einfach, die FE-Kräfte der Wand aufzuintegrieren. Gut, das war's schon für dieses kurze Video, was die Ausstattungswände angeht. Im nächsten Video wollen wir dann hier dem System sagen, dass wir hier es mit Kernen zu tun haben.